Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist ja wieder Monkey King LP, wieder in Diluvion. Und wir fangen direkt gleich an hier, indem wir als allererstes in unser Schiff mal gehen und mal abchecken, wie das jetzt mit der neuen Knarre ist. Weil ich habe jetzt diese und, Moment, diese. Habe ich jetzt beide oder? Bist du sehr aufgeregt? Wir holen uns diesen Pass, okay. Habe ich jetzt zwei Geschütztürme da oder? So, naja, wir werden es beim nächsten Kampf herausfinden. Wir müssen zum Stadt aus Eishändler und ganz nach unten tauchen. Also hier, es befindet sich ungefähr Nordwest, glaube ich, heißt das, oder? Ist das das? Moment, hoppla. Wir müssen in diese Richtung. Und zwar hier sollte das sein, in diese Richtung. So. Gut, wir haben genug Essen. Ach, hoppla. So. Voller Kraft voraus. Wir sind jetzt viel schneller dank unserem neuen Crewmitglied, das wir dann doch noch gekauft haben. Wir haben drei Lufttanks. Das läuft gut. Ich finde persönlich, dass es eigentlich ganz gut läuft. So, du bist ein Bösling oder was? Bist du ein Bösling? Oh shit, das ist ein Bösling, ja. Okay, wir haben jetzt echt das neue Geschütz. Das ist echt zielgenauer. Wir haben jetzt mittlere Distanzen, nämlich. Oh Gott, hat er jetzt ein Torpedo geschossen? Oh, der andere hat ein Torpedo geschossen. Are you shitting me? Wo kommst du her? Okay. Okay, das heißt, Jay hatte recht mit dem, dass er ein mieses Gefühl hatte da. So. Feuerfall! Irgendwie treffe ich die immer ziemlich glücklich. So, endlich sterben. Oh Gott sei Dank. Feuerjoi, das ist ja heavy. Ach Gott, jetzt hat ihm die Strömung auch noch erfasst. So, komm her. Geh volle Kraft voraus. Komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Yes, da komm her. So. Das war jetzt echt anstrengend, nur für ein bisschen Zeugs quasi. Ah, ein Torpedo und eine Tomatenpflanze. Mein Schiff draußen. Okay, gut. So, das heißt, den anderen weiß ich jetzt eh nicht mehr, wo ist. Wir haben gesagt, nach Nord. Weil doch, das ist eh Nord-Nordwesten, habe ich sogar richtig gesagt. Ha! So, nein, nicht den Speed-Dingens. Wir wollen nur volle Kraft voraus. So, und ein bisschen abtauchen, damit wir außerhalb des Strudels sind. Also des Stromes. Du bist ein Händler. Du müsstest das gewesen sein, glaube ich, oder? Setzen wir mal ein kleines Sonar ab. Aber Jay hatte recht, eindeutiges Plus an den Jay. Er hat schon gewusst, dass er da was faul sein könnte. Ich glaube, du warst das mit dem kaputten Dingens. Ja, ich glaube, das war er, oder? Oder auch nicht. Der Händler eckt ganz schön an, ne? Okay, nein, das war nicht. Okay, gut, den müssen wir jetzt auch nicht direkt dringend holen. Achso, hoppla, da ist er. Was, schon wieder? Wo jetzt? Langsamer mal, langsamer mal, langsamer. Ah, da. Aber nicht einmal hier in Ruhe. Da, den haben wir. Gut, der war leicht, ja. Ach Gott, wir sind jetzt so schnell, dass ich jetzt nicht mehr nachmanövrieren kann.
So, darauf wollen wir. Genau, so wollen wir das haben. So, gib uns ein bisschen Schrott. Schrott wäre toll. Ja, da wenigstens ein einziges Schrottteil. Better than nothing, eh? So, und jetzt möchte ich bitte versuchen, gerne zu diesen Dings kommen. Zu diesem Status Eis. Der ist hier Norden. Das heißt, er ist im Westen jetzt von meiner Seite her. In diese Richtung. So, volle Kraft voraus. Wir sind eh weg von dem Frack schon. So. Bist du böse? Wieso sind da lauter Piraten, ey? Ich will doch nur zum Start das Eis, ey. Gibt's doch nicht. Da unten ist ja schon wieder einer. Ist ja furchtbar. Ich habe keine Heilkits mehr. Ich muss jetzt warten, bis ich wirklich alles manuell quasi gefixt habe. Das kostet mich auch wieder Schrott. Ach Gott. So. Okay, da ist dahinter das Eis mal. Volle Kraft voraus. Ja, passt, das ist das Eis. So. Da müsste auch gleich der Händler sein. Ja, ich weiß. Wir gehen zuerst zum Händler, holen uns ein bisschen Luft. Das ist schon wieder ein Bösling, oder? Jetzt kein Scheiß. Gottes Willen, das ist ja nur Kämpfer heute, dieser Part. So. Aber die Maschinenleistung, die spürt. Was? Nein! Hör auf! Voller Kraft voraus! Wo kommst du her? Oh mein Gott! Jetzt habe ich echt Probleme mit dem Schrott. What the fuck? Kann ich jetzt endlich in Ruhe da was machen? Jesus Christ. So. Gut. Ich hoffe, die haben jetzt Schrott oder Sachen zum Verkaufen. Eins von beiden wäre schön. Hey, du! Und du verlangst jetzt auch sicher noch Geld, dass ich dich engagiere. Nein, stirb in dem Frack. Wobei, du hast unglaublich gute Werte. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich dich nicht engagieren kann. Well, bye. Ja, ich weiß, wo der ist, aber ich will noch... So, aufsteigen. Nee, nein! Nein, nein. Falscher Knopf. So, da will ich rein noch. Ich verstehe nicht, warum ich die bezahlen muss, dass sie sich aus einem kaputten U-Boot retten soll. Sie sollten mich bezahlen. So sieht's aus. Okay, gut. Gut, dafür haben wir jetzt einen ziemlich großen Amount an Torpedos. So, und jetzt bitte lasst mich zum Händler. Das ist der Händler. Ja, volle Kraft voraus. Ohne Unterlass. So, gut, dann schauen wir, dass wir jetzt mal ein bisschen verkaufen können. Ein bisschen essen nochmal. So, komm her. Gut, okay, wir brauchen Schrott. Schrott ist wichtig. Das heißt, wir verkaufen die Bücher, ein bisschen Geld rauszukriegen. Die Dinare, diese Fischfisolen oder Fossilien, Entschuldigung. Die Tomatenpflanze, auch wenn es mir leid tut. Und wir werden jetzt auch diese Meereskarten verkaufen. Kein Mensch. So, gut. Das heißt, wir werden jetzt mal den 100er Pack Schrott hier kaufen. Und 10. Geht sich 10 aus? 13. Yes, 13 Essen. So, dann haben wir genau schon wieder aufgerundet. Wir haben wieder viel Schrott. Und wir haben wieder genug Essen für eine Weile. Puh, der hat auch Unmengen an Geld, der Typ. Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich die Rollenkabeln verkaufen soll oder nicht.
So, die Aufgabe war ja, durchsuche das Schiffswrack von Tonnesburg. Na, nach Tonnesburg? Es ist doch zum... Es ist doch beim Stadt des als Eis? Was? Wo? Wie? Wer? Oh, da kann ich abschrauben. Langsam vorwärts. Okay. Okay, eines von den beiden ist ein Bösling. Ich hoffe, dass es nicht du bist. Okay, wir versuchen jetzt mal direkt dorthin zu fahren, zu dem. Ich glaube, das ist der Bösling, glaube ich. Na, das ist der Bösling. Na, schau. Nein. Nein. Okay, wo ist denn da jetzt jemand, der mich attackieren möchte? Bist du das? Oh, ja, du bist das. Weißt du was? Hier, kriegst du mal doch gleich ein Torpedo in die Fresse. Hahaha. So schnell kann's gehen. Du warst noch beschädigt vom anderen Kampf vorher gegen den da. Hihihi. Now give me your stuff, man. Come on. Andocken. Dankeschön. So. Ah, zwei Kisten. Super nice. Sehr gut. I like that. So. So, wo war der andere? Da. Halbe Kraft voraus. Getting up there. Slow and steady. Ich finde das beeindruckend, wie die das schießen. Aber es ist Tonnesburg, das verstehe ich nicht. Das ist, haben die doch gesagt, Eisberg, oder? Ach, egal. Wir haben jetzt eh wieder Zeug zum Verkaufen. Wir werden jetzt wieder bei dem Händler aus Eis was verkaufen. So. Volle Kraft voraus. Der hat nämlich eindeutig die besseren Preise als der in Tonnesburg. Und dann schauen wir mal, ob ich meine Waffe aufbessern kann. So, okay. Da wollen wir hin. So, Dock an. Zeitspannung schaut gut aus. Jawohl. So. Gut, kann ich eigentlich... Nein, kann ich nicht. Das ist schade, dass man nicht gleich auf dieses Dollarzeichen klicken kann, sondern immer hier. So, das kann man verkaufen. Bücher. Ich habe schon wieder Meereskarten. Dinare. So. Okay, dann werde ich mir jetzt noch 12 Shop-Teile kaufen. So, dann haben wir es perfekt. So, Essen haben wir eh genug. Da stand wirklich Tonnesburg. Durchsuche die Schiffswracks von Tonnesjord. Nein, das ist ja richtig. Das passt ja da nicht. Da muss ich noch runter jetzt. Okay. Also anders. So, ab nach unten. So, okay, Spiel wird gespeichert. Sehr nice. Okay. Ja, dann tauchen wir mal ab, nicht wahr? Setzen wir auch mal so nah ab. Okay, mal stopp. Ich sehe noch gar nichts. Langsames Vorausfahren jetzt einmal. Okay. Da gibt's mal was. Altes Schiffswrack. Oh Gott, ist das creepy hier unten. Okay, da haben wir mal. Ach Gott, jetzt hat mich meine eigene Reparatur quasi erschreckt. So, fahren wir mal hier hin. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht so oft ankommen. Da ist es. Okay, da ist auch noch was. Das ist eine Beutekugel. Okay. Ich weiß, ich mache den Sonar jetzt ziemlich oft, aber ich sehe sonst nichts. Es wäre doof, wenn ich irgendwo anecke und mein Schiff dann plötzlich drauf geht. Oder ein Feind plötzlich denkt sich so, hey, hallo, ich bin ein Feind. Grüße dich. Schiff ist mal gespeichert. Schiff ist mal gespeichert. Das Spiel ist mal gespeichert. Okay. V. Das ist noch nicht das, was wir suchen. Die Signale deuten an, dass das Schiff komplett geflutet ist. Können wir es abschießen? Lass uns weiterfahren. Okay, das sagt mir,
Okay, stopp. Okay, das ist leer. Gut. Oh Gott, was war das jetzt für ein Sound? Okay, jetzt kommt der Creep-Faktor, ja. Gut, setzen wir mal kurz das Sonar ab und schauen mal, was wir hier noch haben. Da ist noch eins, okay. So, aber das ist cool, dass unser Sonar-Heini dann sagt, hey, aufpassen, das ist geflutet, da ist nichts drin. So, was sagt er jetzt? Keinen Pass, was? Sonar sagt hier keine Druckkapsel, aber ich orte etwas im Westen. Oh, im Westen, okay. Das heißt, nach Westen. Wo ist mein Kompass? Da, diese Richtung, okay. Okay, machen wir mal halbe Kraft. Sollte reichen. Jetzt setzen wir unseren ab. Wir sind auf 400 Meter Tiefe. Wir sind noch in unserem guten Standardverfahren. Oh, da ist was. Okay, dann werden wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen und den mal kurz den Kompass ausschalten, damit wir das sehen können. Wow. Okay, noch. Können wir noch hinfahren. Das ist noch in unserer Grenze. Wobei wir jetzt schon langsam knapp dahin kommen. Oh mein Gott, 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 what the fuck? Okay, auftauchen, auftauchen. Jesus Christ. Das ist eine fucking Kampfkrabbe. Alter Schwede, hat mich das erschreckt. Okay, voll Kraft voraus. Okay. Achso. Okay. Voller Kraft zurück. Okay, diese Richtung. Voller Kraft, komm schon. Oh, fuck. Okay, das werde ich nicht überleben, glaube ich. Okay, auftauchen. Damit wir mal... Holy Jesus, was war das? Okay, das ist das Yamato-Schiff, okay. Von dem ich gelesen habe. Okay. Wenn ich Pech habe, ist das nämlich schon der Endboss. Holy fuck, hat mich das erschreckt. Okay. Nach Westen hieß es. Oh fuck, ich zitter immer noch. Warte, Moment. Das ist nicht alles. Was geht hier vor? Okay, ernsthaft? Ja, gut. Okay, das ist ein bisschen buggy, finde ich. Okay, das war eh in diese Richtung, ja. So, das heißt, wir werden uns jetzt einmal direkt mal kurz ein Sonar absetzen. Okay, das Spiel ist eh gespeichert. Sehr gut. Da ist es. Das ist das alte Schiffswrack. Gut, aber das wissen wir jetzt schon mal. Es ist eine riesige Kampfgrabe, die uns nichts Gutes will. Und wir eindeutig nicht nah genug heran, dass wir nicht so nah heranfahren sollten. Na komm, steh auf. Ich will nicht zu nah ran. Ich möchte jetzt versuchen, es von der Ferne versuchen zu attackieren. Aber what the fuck, wenn die so eine Technologie haben, wieso nützen die das nicht, um mit Freunden da irgendwie... Ach Gott. Na wach auf. Ach Gott, auch die Musik passt so herrlich böse dazu. Okay. Gleich volle Kraft zurück. Auftauchen. Okay. Okay. Volle Kraft in diese Richtung, damit wir ein bisschen Abstand gewinnen. Oh Gott. Gut, wir haben 3 Torpedos. So kann man die eigentlich ganz gut ausweichen. Ah, God damn it. Okay, auftauchen, auftauchen, auftauchen. Auftauchen! Ah. Wir feuern jetzt quer durch, sorry Leute. Okay. Volle Kraft in diese Richtung. Mal so nah absetzen, damit ich mal was sehen kann. Okay, das Torpedo ist hier.
auftauchen. Ach du heilige Shitty-Fuck. Feuer! Oh, das war gut. Es war gut, dass ich in diese Richtung gefahren bin. Auftauchen. Okay. Das damaged so much. Ich muss hier weg. So. Geh zurück. Gerade noch. Okay, ach Gott, das ist echt anstrengend. So, langsam halbe Kraft voraus. Damit wir ein bisschen. Okay, hier nach oben. Das sollte sich ausgehen. Ja. Okay, volle Kraft voraus, damit wir ein bisschen Abstand gewinnen. Okay, raus hier. Auf jeden Fall hier raus. Ja. Ich brauche mal einen Sonar, ich weiß gar nicht, wo ich bin hier. Nein, ich muss volle Kraft voraus, damit wir sie jetzt mal ein bisschen verwirren. So. Das sollte sich ausgehen, dass die uns nicht treffen, oder? Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das besiegen soll hier, das Teil. Okay, wir versuchen jetzt mal von der Seite. Okay, Achtung. Ach Gott, trotzdem hat es uns erwischt. Okay. Stopp. Das letzte Torpedo, was wir haben, volle Kraft. Okay, wir haben mal Damage gemacht. Okay, puh, das ist anstrengend. Oh Gott, ja, das war gut. Goddammit. Okay. Gottes Willen. Ein HP. Ach du Scheiße. Weg hier. Einfach nur weg. So nah absetzen, damit ich nirgendwo andonnere. Das war knapp. Ich bin 1 HP vom Tod. Oh, shit. 2 HP vom Tod und es hat mich getroffen. Okay, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich muss eindeutig die Türme jetzt als erstes killen. Oh, wow, das ist intens. Okay, aber wir werden jetzt hier nochmal einen kurzen Schnitt setzen. Das heißt, wir im nächsten Part werden wir nochmal gegen Yamato kämpfen, gegen diese Kampfkrabbe. Und ich hoffe, es hat euch jetzt allen gefallen und wir sehen uns alle gleich wieder im nächsten Part. Okay. See ya. So funky.